Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Und wie sollte es anders sein? Wir haben ja gerade die Selbstliebe-Challenge, also dreht sich dieser Vlog auch um das Thema Selbstliebe. Ich möchte einiges zum Thema Selbstliebe sagen, wie ich verschiedene Aspekte sehe, aber ich möchte euch auch zeigen, wie Selbstliebe in meinem Alltag aussieht. Nun kann ich ja schlecht filmen, wenn Vince und Svea zu Hause sind, deswegen ist das hier ein kinderfreies Wochenende. Ich werde mich aber später auch nochmal hinsetzen und euch dann erzählen, was ich ganz konkret mache, wenn die Kinder dabei sind. Dann ist das natürlich nicht so ein Komplettprogramm wie das, was ich euch jetzt hier zeigen werde, denn meine kinderfreien Wochenenden nutze ich schon extremst für meine Selbstliebe, weil ich da einfach die Zeit und die Freiheit dafür habe. Nichtsdestotrotz übernehme ich natürlich Teile davon auch in meinen normalen Alltag und darüber möchte ich dann nochmal mit euch sprechen, wie genau ich das dort mache. Und ich möchte euch so ein bisschen abholen, was alles Selbstliebe eigentlich bedeutet. Die steckt nämlich so in diesen klitzekleinen Details zum Teil auch. Zum Beispiel gestern Abend hatte ich eigentlich vor, mir den Bambi anzuschauen und nebenbei an meiner Harry Potter Deko zu arbeiten. Und ich saß da so um kurz nach 8, hatte gerade mit meiner Faszienrolle gearbeitet, weil mir danach war, das zu tun. Also Selbstliebe ist viel so dieses, wonach ist dir gerade, was brauchst du gerade und das kann jeden Tag anders aussehen. Und saß da so und habe da getan und gemacht und dachte so, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Es ist eigentlich eine richtig gute Idee, den Bambi zu gucken und nebenbei was zu basteln, aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Dann habe ich überlegt, was fühlt sich denn gut an, hier ins Bett zu gehen? Und warum hat das aber erstmal so ein, das kannst du doch nicht machen, weil man doch zum Freitagabend, wenn man Kinder frei hat, nicht um 20 Uhr ins Bett gehen kann. Das mache ich ja nicht mal unter der Woche. Aber mir war danach, und wer sollte das denn beurteilen? Das beurteile ja nur ich. Und deswegen bin ich gestern Abend, also es war dann kurz vor 8:30, als ich dann mit einem fertig war, ins Bett gegangen und habe heute 11 Stunden geschlafen und brauchte das ganz offensichtlich. Also Selbstliebe ist viel so in sich hineinhorchen, was brauche ich gerade. Natürlich kann man auch diverse Übungen machen, um die Selbstliebe zu stärken. Gerade auch am Anfang, wenn noch dieses, wie horche ich denn darauf, was ich brauche, noch nicht so da ist. Das entwickelt sich das dann ganz automatisch. Aber gerade am Anfang, wenn man das noch nicht so gut kann, helfen auch wirklich gezielte Selbstliebe-Übungen oder auch Übungen einfach zum Reflektieren. Und bei mir ist aber viel gerade so dieses, was brauche ich denn gerade? Vor allen Dingen, wenn ich die Freiheit habe, das dann auch umzusetzen. Das ist natürlich im Alltag mit den Kindern manchmal einfach nicht so möglich. Genau, und wie habe ich den heutigen Tag gestartet in Selbstliebe? Ich bin morgens erstmal liegen geblieben, bis ich bereit war aufzustehen. Und dann habe ich mir meine Brötchen selber gemacht. Die sind jetzt gerade im Ofen und ich freue mich dann, gleich in Ruhe frühstücken zu können. Achtung, jetzt wieder was anderes. Manchmal ertrage ich die Stille nicht, die Ruhe nicht. Und dann schaue ich fern, also meistens eine Serie, während ich esse. Wir alle wissen, dass das nicht so gut ist, aber manchmal ist es das, was ich brauche. Selbstliebe heißt nicht, immer das zu tun, was hundertprozentig gut für mich wäre. Ne? Selbstliebe bedeutet auch, einen Schokoriegel zu essen, wenn dir danach ist. Aber heute ist mir danach, in Ruhe zu frühstücken, ohne Musik, ohne ein YouTube-Video, ohne den Fernseher anzuhaben. Heute ist mir einfach danach. Manchmal ist mir danach, laut im Auto Musik zu hören und manchmal ist mir danach, das Radio komplett auszustellen, weil ich die Stille brauche. Also das sieht man so, diese Selbstliebe ist immer ganz, ganz individuell, jeden Tag anders, jeden Moment anders. Und das ist es, was Selbstliebe für mich ausmacht, immer in mich reinzuhorchen, was brauche ich jetzt? Was möchte ich mir jetzt Gutes tun? Was brauche ich jetzt? Genau. Ich möchte euch aber noch so ein paar andere Dinge natürlich zeigen, die ich dann auch wirklich so ganz konkret für mich tue, weil ich das gerne habe, weil ich das gerne mag. Selbstliebe ist auch Selbstfürsorge für mich, nämlich die sich um sich selbst kümmern. Sich darum kümmern, dass es mir selbst gut geht. Also wir Mütter, wir kümmern uns den ganzen Tag, 24 Stunden um andere Menschen und ganz, ganz selten um uns selbst. Und das muss einfach zur Normalität werden, dass wir uns um die anderen Menschen kümmern und ganz, ganz gut auch um uns selbst kümmern. Und das möchte ich euch in diesem Vlog ein bisschen mit zeigen und wünsche euch deshalb jetzt viel Spaß.
Diesen Beitrag hatte ich jetzt so eigentlich gar nicht geplant, weil ja, natürlich habe ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was will ich euch in diesem Video erzählen und so. Und gerade ist etwas passiert und auch das ist Teil meiner Selbstliebe. Und so habe ich gerade geweint. Und Selbstliebe bedeutet auch, zu weinen, zu vergeben, loszulassen. Und Weinen hat für mich viel mit Loslassen zu tun. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ich müsste mal wieder weinen und dann gucke ich mir zum Beispiel einen sehr traurigen Film an. Manchmal weine ich auch einfach in Situationen, in denen ich es null erwartet hätte. Und gerade habe ich eine sehr schöne Meditation von Laura Marlina Seiler gemacht, wo es ums Vergeben und Loslassen ging. Und ich habe sehr geweint und es tat aber sehr gut. Ich habe jetzt wirklich dieses befreiende Gefühl, dieses ich kann jetzt endlich wieder durchatmen. Und das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Also ich habe mir selbst den Gefallen getan und einer anderen Person vergeben. Ich habe deswegen nicht gut geheißen, was sie getan hat oder was sie aktuell tut, sondern ich habe mir den Gefallen getan, loszulassen und zu vergeben. Und das tat mir gerade so gut. Mir ging es vor diesen 15 Minuten gerade wirklich nicht gut. Mir ging es gerade echt schlecht, weil was Doofes passiert ist. Und ich wusste, dass es mir danach viel, viel besser gehen würde. Und das ist tatsächlich auch passiert und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und deswegen wollte ich das gerade irgendwie mit euch noch teilen, weil das auch etwas mit Selbstliebe für mich zu tun hat. Okay. Selbstliebe bedeutet für mich auch gutes Essen. Und das auch zelebrieren. Und zu essen zählt auch, sich die Zeit zu nehmen für einen heißen Tee und das zu genießen. Vor allen Dingen Essen genießen. Und es muss nicht immer zu 100% gesund sein. Das kann das sein, auf was ich jetzt gerade Bock habe. Und wenn es halt die Schokolade ist, zum Beispiel. Aber ich habe auch für mich gemerkt, umso stärker meine Selbstliebe wurde, umso mehr hat mein Körper automatisch darauf geachtet, sich selbst etwas Gutes zuzuführen. Und ich habe weniger Verlangen nach Süßem und kaufe diesen ganzen Kram halt einfach auch nicht mehr ein. Also mit zunehmender Selbstliebe kümmert sich mein Körper auch selbst darum, mir Verlangen nach gesundem Essen zu vermitteln und nicht mehr nach dem ungesunden Kram. Und verlangt automatisch nach mehr Bewegung und gibt mir die Energie dafür. Das ist ein wunderschöner, automatischer Prozess, den ich feststellen durfte, dass Selbstliebe natürlich stark auch mit gesunder Ernährung und Bewegung zusammenhängt, aber dass das keine Arbeit ist, dass es nicht etwas ist, was ich tun muss, sondern der Körper da seine eigenen Prozesse hat, mich da ganz easy ranzuführen und ranzuleiten. Das hört sich gerade so esoterisch an. Ich war gerade eine Stunde draußen spazieren bei, ich weiß nicht, also ist das Frost sind bestimmt Minusgrade. Und das ist auch etwas, was für mich mit Selbstliebe zu tun hat. Das ist aber etwas, was sich erst in den letzten Wochen so ein bisschen bei mir etabliert hat. Ich habe einfach gemerkt, dass mir das fehlt. So diese Bewegung im Sinne von Spazierengehen. Ne? Früher bin ich zweimal mit dem Kinderwagen rausgegangen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr. Ich meine, wir gehen schon auch ab und an auch mit den Kindern spazieren, aber nicht mehr so. Und deswegen bin ich jetzt mindestens einmal die Woche mit einer Freundin zum Spazierengehen verabredet und an meinen kinderfreien Wochenenden noch mehr. Also dann verabrede ich mich noch mit einer anderen Freundin gerne, ich hole mir mal den Hund, gehe auch wirklich ab und an sogar alleine mal spazieren und das tut mir sehr, 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 sehr gut. Also wieder dieses, was brauche ich? Und wenn ich merke, okay, das ist es, dann das auch wirklich aktiv in seinem Alltag einfach umzusetzen. Und es tat so gut, es ist so, so gut. Selbstliebe bedeutet halt für mich auch Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die mir gut tun. Und ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber es kommen immer wieder neue Leute hier dazu. Und Dinge, die ich wertvoll finde, die teile ich auch gerne öfters. Und zwar habe ich ja noch ganz klassisch eine Brieffreundin. Und in den letzten Wochen und Monaten habe ich verstärkt gemerkt, wie gut es mir tut, ihr zu schreiben, mich mit ihr auszutauschen. Und ich möchte es nicht nur bei dem Briefeschreiben belassen. Das ist schon wundervoll und sie hat mir so oft so gut geholfen. Aber ich möchte gerne anfangen, Journaling zu machen. Also Tagebuch schreiben. Aber natürlich nicht so, liebes Tagebuch, heute habe ich dies, das und jenes gegessen und das gemacht. Sondern so ein bisschen zum Reflektieren, sich Fragen zu stellen, die man sich sonst nicht stellen würde. Und ich habe durch Zufall heute auf Facebook eine ganz tolle Challenge entdeckt, wo man eben solche Fragen, die man sich zum Journaling stellen kann, bekommt. Jeden Tag eine,
über die man dann halt schreiben kann und so einfach einen Einstieg in das Thema findet. Und ich habe mich da sofort angemeldet, das ist kostenlos und ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, wer da auch Bock hat, so wie ich, einfach in das Journaling mal irgendwie einsteigen zu wollen, in dieses Tagebuch schreiben, reflektieren, wie auch immer ihr das nennen wollt, der kann sich ja gerne dort auch mal anmelden. So, und deswegen wieder mit schönem leckeren heißen Tee, ganz in Ruhe, werde ich jetzt einen Brief an meine Freundin schreiben. Juhu, ich freue mich gerade so, so sehr. Ich starte nämlich endlich mit meiner Harry Potter Deko. Das sind kleine Schlüssel, die ich bei Amazon bekommen habe. Ganz viele verschiedene, da drüben liegen noch mehr. Die bekommen jetzt Flügel. Wer Harry Potter kennt, der weiß, warum ich das tue. Und hier hinten liegt alles für meine kleinen Schnatze. So kleine goldene Kugeln und weiße Federn, die dann mit der Heißklebepistole einfach an die Kugeln angeklebt werden. Und dann habe ich meine Schnatze fertig. Was ich heute nicht schaffen werde, sind meine Zauberstäbe. Die mache ich aber auf jeden Fall später noch. Und da freue ich mich drauf, mir jetzt so diese Zeit zu nehmen, an der warmen Heizung zu sitzen. Mein Tee ist gleich fertig. Und jetzt hier einfach los zu basteln. Auf was ich Lust habe, halt was für mich zu machen. Sonst basteln wir eher, auf was die Kinder so Lust haben, was ich auch völlig okay finde. Aber mir so die Ruhe zu nehmen und das zu machen, auf was ich Bock habe, finde ich super schön. Ich habe auch das Mandala-Malen abends für mich entdeckt. Da mache ich mir hier auch eine Kerze an, male ein Mandala aus, höre irgendwas nebenbei oder auch nicht. Und das tut mir wahnsinnig gut. Und so unterschiedlich und so vielseitig kann einfach Selbstliebe sein. Es geht wirklich einfach darum, sich um sich selbst zu kümmern, zu horchen. Auf was hast du Lust? Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich machen. Und darum geht es eigentlich. Ich wollte in diesem Vlog auch nochmal über das Thema Beauty, Make-up und diesen ganzen Kram sprechen. Für mich ist das sehr, sehr wichtig. Ich mache das auch total gerne. Also ich bin tatsächlich jeden Tag geschminkt, auch sonntags. Ich habe die Nägel gemacht. Ich überlege gerade aktuell, mir die Wimpern künstlich machen zu lassen. Und das gehört für mich persönlich einfach dazu, aber weil ich es gerne mag. Weil ich es gerne mag, mich um mich selbst zu kümmern, mich zurechtzumachen. Dieses Schminken am Morgen hat für mich schon fast einen meditativen Effekt. Aber wenn du es nicht gerne magst, wenn Make-up für dich eine Maske ist, wenn es dich stresst, das zu machen, dann lass es halt bleiben. Es ist halt was ganz Individuelles. Wenn du es nicht magst, lass es weg. Es erwartet niemand von dir. Du bist schön, so wie du bist. Und das ist das Wichtige. Immer zu hinterfragen, mag ich das oder mag ich das nicht? Und wenn du es nicht magst, lass es halt bleiben. Muss die Nägel nicht gemacht haben, wenn du da selber keinen Wert drauf legst oder wenn es dich stresst, weil es dir zu viel Arbeit ist. Du musst dich nicht schminken, du musst keinen Lippenstift auftragen, wenn es dich stört. Lass er dann doch wieder abgehen, wenn du was trinkst oder was isst. Oder. Und du musst nicht die Schuhe mit den hohen Absätzen tragen, weil das vielleicht schöner aussieht. Ja, aber es ist scheiße unbequem und man kann darin Kindern nicht so gut hinterherrennen. Also deswegen wirklich nochmal der Rat. Hinterfrage dich, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, was möchtest du nicht. Und dann zieh dein Ding durch. Ja, mach dich frei von diesen Erwartungen von anderen, wie du sein solltest. Das gibt's nicht. Es gibt nur das, wie du sein möchtest. Und das ist das Einzige, was zählt. Was so der Klassiker ist, ist natürlich ein heißes Bad. Und das passiert bei mir wirklich nur an den kinderfreien Wochenenden. Wenn die Kinder da sind, habe ich einfach nicht die Ruhe. Ich nehme da die Zeit tatsächlich nicht dafür. Deswegen ist das so ein Highlight für mich an den kinderfreien Wochenenden. Und dann mache ich auch das volle Programm. Dann mache ich Gesichtsmaske und Haarmaske und so mit Kerzchen und so. Hier habe ich übrigens gerade einen mit Vanilleduft. Und das hier habe ich gerade drin. Ich mag ja so, wo richtig viel Schaum dabei entsteht. Und gerade habe ich noch das hier. Genau, dann mache ich halt echt das volle Programm und bleibe da halt so eine Stunde ungefähr drin liegen. Dann genieße ich das auch wirklich, wenn ich das dann mal machen kann. Und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. So, Diffuser ist da mit einem tollen Aromaöl. Yogamatte ist da, Yogahose ist da. Deswegen, es ist für mich so die perfekte Kombination aus der Badewanne raus und dann noch so für 20 Minuten entspanntes Yoga und dann noch eine schöne Meditation. Das ist für mich Luxus, das ist für mich perfekt, das ist für mich die ideale Kombination. Ich liebe das und das ist für mich Selbstliebe, Selbstfürsorge und ich genieße das jetzt einfach noch.
So, zum Abschluss des Videos habe ich mich jetzt nochmal hierher gesetzt und möchte jetzt nochmal kurz darüber erzählen. Das ist natürlich die Idealform, was ich euch hier gezeigt habe. Und das ist, sind an meinen kinderfreien Wochenenden. Also diese Wochenenden sind auch wirklich sehr wichtig für mich und für meinen Energiehaushalt, weil ich da wirklich vermehrt darauf schaue, mir Gutes zu tun. Das geht natürlich im normalen Alltag mit den Kindern so nicht. Und da ist wirklich die Maxime, wie man so schön sagt, immer zu hinterfragen, was brauche ich jetzt gerade? Okay, ich bin gerade müde und gestresst, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich jetzt gerade die Badewanne, den Spaziergang oder mal 5 Minuten für mich in meinem Zimmer in völliger Stille? Oder am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, was brauche ich jetzt gerade? Was tut mir heute gerade gut? Ist es Yoga-Meditation? Ist es ein Film zu schauen? Ist es was Kreatives zu machen? Ist es mit einem Menschen zu telefonieren, weil es mir heute nicht gut geht? Oder ist es einfach ins Bett zu gehen? Also ich hinterfrage täglich, mehrmals täglich, was brauche ich jetzt gerade? Was tut mir jetzt gerade gut? Und das ist für mich Selbstliebe und das ist für mich Selbstfürsorge. Und zum Abschluss möchte ich euch noch was sagen. Ihr braucht die Liebe von außen nicht. Ihr müsst nicht darauf warten, dass ihr die Liebe von außen bekommt, denn die Liebe ist in euch. Ihr müsst nur euer Herz öffnen und euch diese Liebe schenken. Ihr seid der Schlüssel. Ihr dürft euch diese Liebe schenken. Ihr müsst es euch nur wert sein und dann seid ihr nicht mehr angewiesen auf die Liebe von außen. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!